Hallo, mein Name ist Manfred Brasch. Ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Zentral diese Woche die Debatte um den Cityhof. Jene vier Blöcke, die man vom Hamburger Hauptbahnhof sehr gut sehen kann, die sollen nach Willen des Senates abgerissen werden. Wir fordern jetzt eine sogenannte Lebenszyklusanalyse. Das heißt, man muss draufschauen, was ist an Energie schon eingesetzt worden, um dieses Gebäude zu bauen. Da ist viel Beton, viel Stahl reingegangen. Das produziert CO2-Ausstoß und diese Betrachtung fehlt bislang in Hamburg. Bevor man also solche Gebäude abreißt, muss man darauf schauen, ist es eigentlich klug, das zu tun oder kann man nicht aus Klimaschutzgründen eine Sanierung vornehmen? Und das wäre aus unserer Sicht hier eventuell der bessere Weg. Wir hoffen also auf ein Nachdenken im Hamburger Senat. Was gibt es noch? Europa geht nach vorne. Der Klimaschutz wird immer bedeutsamer. Europa will jetzt zum Jahre 2050 klimaneutral werden. Das halten wir für ein wichtiges, zentrales politisches Signal. Und wir hoffen auch, dass wir in Hamburg diesen Trend bis zum Jahre 2050 klimaneutral zu werden jetzt ernsthaft angehen und die notwendigen Weichenstellungen dafür machen. Wichtiges Signal auch, jetzt am Samstag, also morgen, die große Klimademo in Berlin. Ich hoffe, ihr seid dabei. Euch ein schönes Wochenende. Ciao.